Polizeiruf 110, Ronny, so wird neuer Fall aus Magdeburg. Es ist der Albtraum eines jeden Elternteils, das eigene Kind verschwindet spurlos. Genau darum dreht sich der neue Magdeburger Polizeiruf 110, Ronny, 19. März, 20.15 Uhr. Das erste. Ein 10-jähriger Junge, der im Kinderheim leben muss, eine verzweifelte Mutter und ein gewalttätiger Freund, ein emotionales Thema reiht sich an das nächste. Nicht nur die Zuschauenden, auch Hauptkommissarin Doreen Brasch, Claudia Michelsen, 54, stößt in diesem Fall an ihre Grenzen. Der 10-jährige Ronny Hartwig, Johann Barnstorff, G. 2009, lebt im Kinderheim und feiert dort seinen Geburtstag. Auch seine Mutter Sabine, Cici Q., G. 1991, besucht er an diesem Tag. Doch auf dem Rückweg verschwindet der kleine Junge spurlos. Die Suche durch Hauptkommissarin Doreen Brasch und ihren Kollegen beginnt. Sowohl Ronnys Mutter als auch deren neuer Freund René, Oskar Bökelmann, G. 1997, stehen unter Verdacht. Sabine versucht schon länger, das Sorgerecht zurückzubekommen. Doch das Jugendamt hält sie nicht für stabil genug. René sieht in dem kleinen Jungen hingegen einen Störenfried, der das gemeinsame Leben mit Sabine und seiner Tochter Josephine, Lotta Herzog, sabotiert. Auch an seinem Geburtstag kommt es zu einem Streit zwischen René und Ronny. Der 10-Jährige läuft davon, mit blutender Nase. Er wollte sich mit seinem liebsten Erzieher Matthias Becht, Thomas Schubert, 29, zum Angeln treffen. Pecht lügt allerdings bei seiner ersten Befragung und wird so ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen gezählt. Was ist nur mit Ronny passiert? Lebt er noch? Die Suche wird für Brasch und ihre Kollegen zum schmerzhaften Wettlauf gegen die Zeit. Denn die eisigen Temperaturen schmälern jede Minute die Chance, das Kind lebend zu finden. Absolut. Der neue Fall aus Magdeburg ist emotional aufgeladen. Schließlich geht es um einen 10-jährigen Jungen, der vermisst wird. Bis zum Schluss quält einen die Frage, ob Ronny nun lebt oder nicht. Zudem kommt die Komponente Kinderheim hinzu. Sofort fühlt man mit dem kleinen Jungen mit, der zu seiner Mutter zurück möchte. Ein Blick in die traurigen Kinderaugen, da könnte schon die erste Träne kullern. Wäre das nicht alles schon schlimm genug, macht ihm auch noch der Freund seiner Mutter das Leben schwer. In diesem Film stehen vor allem Frauen, bzw. Mütter, und ihre Gefühle im Vordergrund. Ronny ist ein Film über die Liebe zu unseren Kindern. Die Angst, dass ihnen etwas zustößt. Dass sie uns abhanden kommen, sie sich entfremden, uns entgleiten oder sogar verschwinden können, erklärt Regisseurin Barbara Ott, 40. Im Zentrum steht zwar das Verschwinden des Kindes, doch es wird auch gezeigt, welche Auswirkungen das auf alle Beteiligten hat. Eine da zeichnet nicht nur das Opfer, sondern auch die nahestehenden Personen, teilweise für immer. Mit ihren Gefühlen kämpft auch Hauptkommissarin Doreen Brasch, die selbst einen erwachsenen Sohn hat, der allerdings den Kontakt abgebrochen hat. Sie gibt ab Sekunde 1 alles, man merkt, wie nahe ihr der Fall geht. Mehr als einmal verliert sie die Fassung. Nettigkeiten und Regeln scheinen hier keine Rolle zu spielen. Brasch verfolgt rigoros nur ein Ziel, das Kind finden. Die vielen Verdächtigen machen die Sache nicht einfacher, aber spannender und auch trauriger. Denn wie kann es sein, dass in dem Umfeld eines Kindes so viele Menschen in Frage kommen, die ihm etwas Böses wollen? Brasch ist auch aus einem bestimmten Grund sehr emotional in die Sache verstrickt. Sie ist in zweifacher Hinsicht mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Eine Erinnerung an einen anderen Fall kommt hoch, die schmerzhaft ist, weil sie damals falsch agiert haben und dadurch das Kind nicht retten konnten, erklärt Darstellerin Claudia Michelsen. Zudem wird ein Detail aus ihrer Kindheit angesprochen. Hingegen spielen Kriminalrat Uwe Lemp, Felix Förtler, 61, und Kriminaloberkommissar Günther Markwitz, Pablo Grant, 26, in diesem Fall nur untergeordnete Rollen.
Auf ganzer Linie überzeugen die jungen Nebendarsteller. Unabhängig vom Alter finde ich ihre Arbeit bemerkenswert und wollte sie unbedingt bei mir im Film haben, so auch Ott. Was viele vielleicht stören könnte, einige Fragen bleiben unbeantwortet. Figuren geben Rätsel auf, die allerdings nie gelöst werden. Eine Szene ist am Ende nur schwer auszuhalten, auch für Brasch. Dieser Fall geht definitiv unter die Haut und hält bei den ein oder anderen sicherlich nach.